Kfz wusste, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nicht heute um mein Lupo, es geht nicht um mein S3. Nein, es geht, wie im Titel beschrieben, es geht um eure Projekte. Warum habe ich das jetzt ins Leben gerufen, diese Reihe? Es geht nicht darum, dass ich jetzt gar nichts mehr weiß und was soll ich jetzt noch aufnehmen. Nein, es geht auch nicht darum, dass ich aufhöre. Nein, ich ändere nicht die Richtung, alles bleibt das Gleiche. Ein neues Projekt von mir kommt auch bald. Da will ich auch noch mal vorstellen, das Ganze. Wir suchen noch ein Spenderfahrzeug. Das dazu. Mit dieser YouTube-Reihe, mit dem Lupo, mit dem S3, dafür gesorgt habe, dass der eine oder andere sich ein Auto gekauft hat und den auf Turbo umbauen möchte. Ja, das Problem ist, viele wissen nicht, wie das geht. Und da haben wir das Problem. Ich kann auch nicht jedem helfen. Darum habe ich diese Reihe ins Leben gerufen, weil der eine oder andere euch helfen wird. Weil ich diese Leute präsentiere, wie zum Beispiel heute der Michael, der zum ersten Mal dank mir einen Projekt geholt hat. Er hat mir das auch damals vor Monaten schon gesagt, Yunus, ich möchte auch ein Auto machen, auch auf GT 28 umbauen, weil du mich inspiriert hast. Aber das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Er hat damit angefangen. Aber jetzt gibt es auch die anderen drei, die richtig Profis in ihrer Sache sind, die aber helfen würden. Versteht ihr, was ich meine? Wir möchten nur dafür sorgen, dass ihr gegenseitig einfach nur zusammen, also ihr sollt nur Zusammenhalt finden und gegenseitig helfen. Das möchten wir in dieser Videoreihe nur einfach erreichen. Wir möchten, dass der Kevin, der Philipp, der Alex, die richtig gut in ihrer Sache sind, sogar vielleicht besser als ich, dem Michael einfach nur helfen. Und euch da draußen auch. Und deswegen habe ich das Ganze in Leben gerufen, weil ich weiß ganz genau, unter meinen Abonnenten der eine oder andere richtig krasse Leute unterwegs sind, die krasse Umbauten machen und keiner von denen, also keiner von euch Wind davon mitbekommt hat. Erste Sache ist, dass ihr gegenseitig euch hilft. Zweite Sache ist nur, dass ich eure Projekte einfach vorstelle, weil ich das selber feiere. Ich feiere eure Projekte. Alles, was Boost hat, lieben wir. Und alles, was keinen Boost hat, lieben wir auch. Aber dann bei V6 und V8 bitte, okay? Nein, war Spaß. Diese Leute, die Kfz-Fuzis abonnieren, einfach mal auch was tun möchten. Einfach auch mal den einen oder anderen helfen möchten. Weil wir haben unter uns Ingenieure, Kfz-Meister, Lehrlinge, Mechaniker. Sogar bei ADAC haben wir Leute. Also alle Leute, die meinen Kanal schauen, haben auch vieles drauf. Es gibt so viele Leute, die richtig viel drauf haben bei uns im Kanal, das weiß ich, die krasse Umbauten machen, krasse Sachen machen. Und das möchte ich echt erstmal herausfinden. Kommentiert das Ganze, sagt mal, was ihr macht, was ihr für Projekte gerade macht oder was ihr vorhabt zu machen und wo ihr gerne Hilfe braucht. Das würde ich auch gerne von euch wissen. Also bombardiert diese kommentiert das Ganze, das möchte ich wissen und vergisst Instagram nicht. Auf Instagram dieses Video einmal teilen bitte. Hashtag Kfz-Fuzis, Hashtag eure Projekte. Das würde ich feiern. So, viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Euer Kfz-Fuzzi. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Ja. Fangen wir mit dem ersten an, das ist der Michael aus Köln. Bruder, schöne Grüße, hat einen Golf 2, 1,8T will er den umbauen. Und ja, erzählt was, fangen wir damit an. Morgen zusammen, mein Name ist Michael, bin 20 Jahre alt, komme aus Köln. Das ist mein Golf 2 Projekt, ein Madison Edition Golf aus dem Baujahr 1991. War ursprünglich ein 1,6er Modell, wird jetzt umgebaut auf 1,8 Liter Turbo. AGU-Motor. Ja, Ziele, Vorstellungen. Ehrlich gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Bin gelernter... Sorry. Erstmal, Michael, Respekt, Bruder, dass du die Eier dafür hast, dass du so einen Umbau machst und das noch nie gemacht hast. Von mir auf jeden Fall Respekt. Genau deswegen machen wir das Ganze. Genau deswegen, weil... Sorry, ich wusste nicht, dass ich sofort stoppen muss.
Genau deswegen haben wir das gemacht, weil er das noch nie gemacht hat und möchte einen 1.8T in Golf 2 umgebaut haben. Das ist schon Respekt, kriegt man nicht so schnell hin. Was heißt nicht so schnell hin? Es ist nicht so einfach. Man könnte sich andere Autos wie ein Golf 3 oder ein Golf 4, könnte man schneller sowas umbauen. Ich finde es auf jeden Fall Respekt, dass er einfach die Eier dazu hat, sowas umbaut. Gerade mal 20 Jahre alt. Respekt, Mikael. Und genau deswegen machen wir das, damit ihr da draußen euch alle gemeinsam hilft. Ja, deswegen hilft der Mikael dabei. Industriemechaniker. Und habe eigentlich schon immer von so einem Umbau geträumt, gelesen, gehört. Und klar, man hätte sich umbauen lassen können. Aber ich finde für mich persönlich, wenn man sowas selber baut, lernt man am meisten dadurch. Da muss ich auch nochmal wieder stoppen. Hat er auch vollkommen recht. Wenn ihr es selber macht, dann wisst ihr, was Sache ist. Ne? Also zum Beispiel der Lupo. Ich fahre mit dem Lupo. Ich drücke den auf einmal, boom, fällt ein Ladeluftschlauch raus. Oder was weiß ich was. Ne? Ich weiß sofort, was Sache ist. Ich sag, ich bleib stehen. Da ist dein Neffe dabei gewesen. Ich stehe auf. Ach, da ist der Ladeluftschlauch rausgeflogen. Also echt? Ich stehe auf, zack, Ladeluftschlauch war ab, ich werde dran gemacht, festgeschraubt, konnten wieder weiterfahren. Und mein Neffe so, krass, dass du sofort wusstest, was Sache ist. Das ist so. Sobald ihr selber einen Motor irgendwo einpflanzt und immer wieder fährt und schaut, was Sache ist, glaubt mir, dann wisst ihr ganz genau, wo der Fehler ist. Deswegen habt ihr vollkommen recht. Und es ergeben sich halt neue Möglichkeiten, vielleicht auch für nächste Projekte, neue Freundschaften, die man dann durch die Autoszene schließen kann. Und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, umbaumäßig bin ich so weit, dass die neuen Achsen schon drunter sind. Das sind Golf 3 VR6 Plus Achsen. Hinten sind schon drauf. Das sind jetzt die Original Audi Felgen. Und vorne sind auch die Golf 3 VR6 Plus Achsen drin, alles auf 5 Loch. Motor habe ich schon ausgebaut gehabt, ist schon eine längere Zeit her, dort ist er. Entschuldigung für die Unordnung hier, ich bin gerade im Umbau, ich war in der Halle. Auf jeden Fall, was hier jetzt noch gemacht werden muss, ist der Bremskraftverstärker muss raus. Und die Lenkung muss angeschlossen werden, da habe ich aber auch noch nicht so viel Plan. Wie gesagt, also ich habe mich jetzt eigentlich nur in dieses Abenteuer gestürzt, weil ich so Bock darauf hatte. Genau, da muss ich wieder stoppen. Genau, da hat er auch recht. Er will das einfach machen, weil er Bock drauf hat. Und das meine ich damit. Er soll die Lust auch nicht dran verlieren. Deswegen wollen wir denen auch helfen. Alle, die das Video schauen, alle, die meinen, oder alle, die von Nähe Köln kommen, einfach mal hingehen, ihnen helfen, einfach neue Freundschaften entwickeln. Hingehen, helfen, Smalltalk machen, was kann man besser machen, wie kann man dir helfen, und das möchten wir erreichen, und das ist genau so ein Fall, was ich meine, und das ist ein richtig, richtig, richtig geiler Fall. So, Bruder, nur was ich sehe, die Reifen sind nur zu groß, ne? Aber sonst top bis jetzt. Und ja, das ist mein kleines Umbauprojekt. Viele werden jetzt sagen, oh, was macht der da, hast du nicht gesehen, aber mein Gott, mehr als nicht klappen kann es ja nicht. Und ja, Ziel, wenn er auf 1.8T umgebaut ist, dass ungefähr so 300, 350 PS. Schön wäre es natürlich mit dem GT28 Lader oder K03S Plus. Also GT28, wenn du den GT28 nimmst, 630er Düsen nimmst, den großen VH6 Luftmassenmesser nimmst, Bruder, kann ich eine Kopie von meinem Steuergerät machen und schicke ich dir einfach mal rüber, und dann hast du das auch schon geklärt. Also brauchst du kein neues Steuergerät. Ha? So nebenbei, so hilft man sich. Umsonst natürlich. Aber da werde ich mal gucken, also da werde ich mich auch mal ein bisschen mit den Donkey-Tech-Jungs, Kfz-Fuzis und hast du nicht was gesehen, zusammenschließen, dass wir da irgendwie auch eine Lösung finden. Oder wenn ihr eine Lösung habt bei ein paar Dingen,
gerne anschreiben. Es wäre schön, wenn wir uns halt gegenseitig helfen würden. Und ja, das war's. Ciao. Super. GTA 28 würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, Mikael, aber wir kennen, ja, wir haben schon miteinander geredet, du weißt, dass ich das meine. GTA 28, Bruder, mach das auch, dann bist du auch in einer sicheren Schiene. Jetzt kommen wir zum zweiten Video. Das ist der Philipp aus Hemmer. Coole Jungs. Ich kenne nur den Philipp persönlich jetzt. Cooler Junge. Hammertyp. Hammerlustig. Er hat einen Opel Kadett gebaut. Mit einem Turbolader, 2 Liter Turbo. Das Ganze hat 320 PS und er hat noch was anderes vor damit. Guckt euch das an. Ist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Folgt ihn auf Insta. Folgt alle auf Insta, aber der Typ, der ist schon cool. Den mag ich. Philipp, schöne Grüße von hier. Und alle Leute da draußen, der Jonas hatte mich darum gebeten, einmal ja, mein Winterprojekt zu zeigen. Ja, was heißt Winterprojekt? Ich habe den Wagen jetzt schon sehr lange und musste mich leider erstmal um das Haus hier kümmern. Aber diesen Winter wird der einmal richtig frisch gemacht und kommt richtig Leistung rein. Ne? Ich zeige euch mal, was ich hier so gemacht habe alles. Fahrzeug wurde damals auf 6-Gang umgebaut, also komplettes Paket von Calibra C20 LET. Der Block wurde komplett standfest gemacht mit Haarschaftbleuen, Schmiedekolben vom LEH-Modell, Zylinderkopf bearbeitet, Saugerkurbelwelle, Schwungscheibe, CNC gefräst aus Stahl, ja. 3 Zoll Auspuffanlage, 3 Zoll Downpipe. Dann ist hier noch eine altmodische Westgate, die bearbeitet worden ist von der Firma VMAX. Altmodische Wastegate, Bruder, das hat jeder zweite Turbo. Aber er hat ja was anderes vor. Bis jetzt geiles Auto, Opel. Für die Leute, die echt Sachen mit Opel haben, in Reihen von meinen Abonnenten jetzt. Jungs, Philipp und seine Jungs sind echt Fachmänner in der Hinsicht, ganz ehrlich. Opel-Szene könnt ihr Philipp echt alles fragen. Der Typ ist einfach Granate bei Opel, ehrlich. Ja, und der Wagen hat aktuell 317 PS am Rad. Ist so ein Phase 3 Chip von der Firma VMAX drin. Elektrische Servo vom Astra G ist auch verbaut. Ja, und demnächst sind halt geplant Stoßaufladungskummer, Garrett GTW-Lader, der liegt auch schon, KMS-Steuergerät, also komplett frei programmierbar, Porsche-Bremsanlage und dann kommen da auch nochmal richtig exklusive Räder drauf. Dafür habe ich einen Satz originale BBS-Ads. Also die Felgen, Jungs, ganz ehrlich, sind auch meine persönliche Traumfelgen. Egal für welches Auto, sei es BMW, Opel, VW, diese Felgen sehen einfach nur geil aus. Richtig geile Traumfelgen, ehrlich. Und die kosten einiges, ne? Also sind sehr, sehr teuer, die Felgen. BBS RS 195. Das heißt, das sind 17 Zoll BBS-Felgen aus den 90ern mit Originale. Und das wird komplett zerlegt, einmal noch mal richtig schick gemacht, das Ding. Ja, und dann hoffe ich, dass ich meinen Freund Yunus nächstes Jahr damit besuchen fahren kann, ne? Ja. Danke, Leute, und noch einen schönen Feiertag. Was heißt hoffst du, Bruder? Natürlich kommst du, weil dieses Auto möchte, also ich möchte die Jungs sowieso persönlich kennenlernen. Da werden wir bestimmt ein Video drehen, weil da gibt es ein, zwei Monster in den Reihen von denen, autotechnisch gesehen. Die möchte ich auf jeden Fall mal besuchen gehen. Ich möchte auf jeden Fall dieses Auto fahren, Philipp. Das heißt, wenn der fertig ist, Bruder, du musst vorbeikommen, ich muss damit fahren. Geiles Ding. Geiles Ding, ehrlich. Respekt und besuchen musst du mich auf jeden Fall. Gibt's nichts zu sagen. Dankeschön, Bruder. Schönen Feiertag zurück. Und ja, wir hören uns noch. Und ja, brauche ich nicht sagen, Philipp auf Instagram einmal abchecken. Und wenn ihr Fragen zu Opel habt, Philipp bombardieren. Ist ein sehr, sehr sympathischer Junge, hilft sehr, sehr gerne. Und ja, aus Hemer ist auch nicht weit von hier. Wenn ihr Fragen habt, einfach den anschreiben. Jetzt kommen wir zu Kevin. Wenn ihr Kevin sieht,
fast 2 Meter groß, Bär, Schrank, aber dieser Typ ist alles Könner, alles reparierbar für ihn. Sei es Army, er fühlt sich am meisten wohl, wenn er V8 macht, V10 macht, V12 macht, Army-Autos macht. Aber liebt auch Turbotechnik. Und ja, Philipp ist einer, der macht seine Arbeit richtig, richtig gut. Der könnte eigentlich als Tuner direkt durchgehen. Und, ach, Philipp sag ich schon, sorry, Kevin, wir reden von Kevin. Und Kevin, sehr, sehr sympathischer Typ, sehr cooler Typ, finde ich auch persönlich gut. Wir haben auch Kontakt persönlich. Und der hat mal so einen A4 vom Schrottplatz gerettet. Guckt euch das an und was für einen Umbau der gemacht hat. Verdient Respekt. Moin, moin. Ich stelle mal eben unser Winterprojekt vor. Und zwar haben wir ein 96er A4 B5 Vorfacelift vor dem Schrottplatz gerettet. Es ist ein 1.8T AEB, quasi der Steinzeitmotor schlechthin. Der ganze Apparillo ist von innen schon stabil gebaut. Und zwar haben wir hier E-Shaft-Pleuel verbaut, Male Schmiedekolben haben wir verbaut. Wir haben erstmal auf 3-bar Benzindruckregler umgerüstet, eine 65er Detchworks-Pumpe. Hier stoppe ich das Ganze mal. Hier sieht der ganz genau einmal von dem AGU oder von ABE. Der hat hier einmal dieses Zündmodul. Ja. Was er halt einzelne Zündspulen macht. Und ihr seht ja auch ganz rechts, dass er schon die neuen Zündspulen von S3 oder von NGK, jetzt in dem Fall die TFSI-Modelle, Zündspulen drin hat. Und dann seht ihr solche Adapter-Dinger. Er hat die einmal komplett rausgeholt. Darum sind die Stecker auch nicht drauf, weil er direkt auf neue umgerüstet hat. Das ganze alte System, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Da wird der Kevin mir auch helfen. Er wird mir da einen Schaltplan geben, dass wir, dann möchte ich das auch euch mal zeigen, dass ihr günstig auf die neuen Zündspulen einfach umbauen könnt und dieses Zündmodul einfach nicht mehr braucht, weil desto mehr Ladedruck ihr fahren wollt, desto mehr müsst ihr zünden und desto, ja, was heißt desto, dann bräucht ihr einfach diese Zündspulen. Und er hat die schon umgebaut, ne? Schon mit Adaptern, aber die Adapter wird er rausholen und dann werde mir das mal zeigen, wie das Ganze geht. Im Prinzip ist das nicht schwer, aber er wird mir das jetzt genau beschreiben, wie das geht. Und dann werden wir das einfach nachbauen. Und dazu werde ich auch ein Video machen. Dank Kevin. Dankeschön. Ist verbaut. EV14 Düsen sind verbaut. Wir haben einen K04 Hybridlader, der eigens für dieses Projekt angefertigt wurde. Mit kugelgelagertem Gehäuse bzw. kugelgelagerter Gewelle. Gefräster Verdichter. Dann haben wir einen noch ziemlich auffälligen Ladeluftkühler, der noch komplett lackiert wird. Also wir sind mitten in der Umbauphase. Motor selber ist fertig. Kabelbaum muss jetzt noch schön gebaut werden. Das ganze Ding soll nämlich wieder zurück in Serie gebaut werden. Das heißt, die ganzen, ich sag mal, 90er Jahre Tuning-Sünden, die der Vorbesitzer hier dran montiert. Genau. Als ich das erste Mal gesehen habe, das Video, habe ich auch gesagt, oh, Kevin, du fährst einen Mustang, du machst das, machst einen V8 rum und so hier, ne? Aber was ist das? Jungs, ehrlich. Das nenne ich aber echt Königssünde, Bruder. Das ist nichts für mich. Ihr müsst die Stoßstange hinten sehen. Und da sind die Blenden. Die Blenden sind wieso? Das I-Tüpfelchen. Das ist krank. Das ist krank. Also, ich stand nie drauf auf diesem Bodykit und werde ich auch nie stehen. Das steht keinem Auto, finde ich. Aber das ist Geschmackssache. Ich will da keinen zu nahe treten. Für mich. Hat, fliegen weg. Dann wird das ganze Fahrzeug wieder auf Serie umgerüstet. Das heißt, Spoiler weg, Heckansatz weg, die guten Marken-Tuning-Blenden fliegen raus. Dann kommt das ganze Ding dezent tief mit wahrscheinlich... Ich verstehe das nicht. Also der Vorbesitzer von diesem Audi, wenn er das vielleicht mal zufällig sieht, Bruder, ganz ehrlich, du machst hier so einen geilen Bodykit, holst dir die
billigsten Blenden, die es auf dem Markt gibt, warum nicht tiefer legen? Vielleicht hat dafür das Geld nicht gereicht, weil der Bodykit alles verschluckt hat. Oder vielleicht die Blenden, weiß ich nicht. 320, 340 PS in der ersten Leistungsstufe, die wir jetzt gerade so bauen. Wir wollen so auf 350, 400 Newtonmeter. Das ganze Ding ist jetzt erstmal so der erste Versuch für diesen Winter. Und dann mal gucken, wie das Ding nachher aussieht, wie das fährt. Und wenn der ganze Kram uns noch nicht reicht, wie das nun mal immer so ist, dann schauen wir weiter. Also ich denke mal, dass 300 PS realistisch sind, 350 bis 400 Newtonmeter. Leider Gottes fahren wir den ganzen Kram noch als Frontkratzer, dementsprechend viel mehr macht auch wenig Sinn. Gut, ich habe wahrscheinlich eine Million Sachen vergessen, wie zum Beispiel die ganze AAP-Arretierung vom Zylinderkopf. Dann haben wir die Hauptwellenlager, die haben wir alle verstärkt. Es ist eine andere Ölpumpe drin, es sind alle Lagerschalen neu, sowie die vom Öl, von der Ölpumpe. Dann sind da Lagerschalen drin für die Pleuel und. Oder glaub mir, Frontkratzer kriegt schon einiges an Leistung, aber es ist super, 300, 350 PS reicht völlig aus. Reicht. Würde auch nicht mehr machen, ist ja dein Winterprojekt. Das heißt, du wirst es mehr im Winter fahren, vielleicht. Aber, ja. Aber auf jeden Fall, hammergeiler Umbau, Respekt. Was Kevin alles, also ihr müsst auf ihn Instagram drauf gehen und Kevin echt abchecken, Mr. Nice Guy abchecken. Der Typ hat das echt richtig drauf und was für Umbauten der macht. Respekt, verdient mal Respekt auf jeden Fall. Und ja, und auch ein super, super Typ in der Hinsicht, der wird dir sofort helfen, ehrlich. Du wohnst 200 Kilometer entfernt, du rufst den an und sagst, ey, das und das, 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 ich habe hier Probleme. Ich bin mir sicher, dass der sofort einsteigen würde und dir dahin fahren würde und dir helfen würde. Für nichts. Das ist ein richtig cooler Typ. Genau das möchten wir erreichen. Dass wir gegenseitig helfen. Respekt an Ken. Ein krasser Umbau, Bruder, ehrlich. Und mach den Wagen mit der Serie. Dann wird der richtig geil aussehen. Aber ich weiß, dass du ja Geschmack hast in der Hinsicht. Das weiß ich, das wird schon geil aussehen. Ja, alles neu gemacht. Der ist schon fast am Ende. Er muss nur noch ein Steuergerät eingebaut werden. Und hier auch. Steuergerät ist er jetzt gerade auch nicht der fitteste. Deswegen, hier braucht der Kevin auch mal Hilfe. Das heißt, wenn einer von euch, von uns, von den Abonnenten rein, das kann, Steuergerät umlöten oder Software machen, Freundschaftsbasis, einfach nur helfen könnt, dann hilft den Kevin einmal, spricht den an. Instagram ist unten verlinkt, bei allen vier ist da unten verlinkt. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und das Ganze nochmal ja, miteinander austauschen. Oder ihr möchtet auch so einen Umbau machen, was der Kevin hat. Ihr habt auch ein A4, da könnt ihr den auffragen. Super, super feiner Kerl. Grüße von mir, Bruder, und Respekt an die Arbeit, was du kannst, Bruder. Und ich kenne ja deine andere Arbeiten. Respekt. Jetzt kommen wir zu Alex. Der kommt aus Düsseldorf. Alex hat einen hammergeilen Golf 2 umgebaut, was für mich ein, also Respekt verdient, richtig geile Arbeit macht. Der Typ macht es nebenbei, hat eine Halle, macht nebenbei Arbeiten, sucht seinengleichen, echt perfekte Arbeit, was der da macht. Guckt euch das an. Da wurde alles gemacht. Ich kann euch das ganz kurz sagen. Visico, Schmiedekolben, verstärkte Kolbenbolzen, Auslassventile, Einlassventile, alles wurde verstärkt. BB Mototechnik hat das auch, hat den Kopf einmal geplant, instand gesetzt, gebohrt, gehornt, geplant, alles. Bartec, Benzinpumpe, zwei Scheibenkupplung, ach, Dieselgetriebe, dann, ach, Differentialsperre, VMAX 330er Bremsen vorne und. Ich glaube, ja, Steuergerät von Emo Black, höchstwahrscheinlich. Also wenn ich alles aufzählen würde, was der Typ alles da gemacht hat, da würden wir echt bis morgen noch hier sitzen. Schaut euch das an. Es ist ein sehr, sehr kurzes Video. Aber von mir, Alex, erstmal riesen Props, was du da eine Arbeit geleistet hast. Und dein Golf-Motorraum
Sieht so einfach nur zum Lecken aus, Bruder. Richtig geil. Bei dem Anblick würde ich ja gar nicht mehr weitermachen. Der wird so bei mir in der Vitrine landen. So geil sieht das bei dem aus. Ich will euch nicht weiter folterspannen. Guckt euch das an. Riesen Props von mir. So, Alex, richtig geile Arbeit, Bruder. Respekt. Ja, mein Name ist Alex. Ich zeige euch mal mein Projekt. 1990er. Allein diese Felgen mit den Bremsen, mit den roten Bremsen, mit den schwarzen Akzenten. Ah, das sieht einfach nur geil aus. Dieser Anblick ist schon Hammer. Golf 2 CL, original war es ein 1,6er PN. Von dem ist er gerade ein bisschen zerrupft, weil ich ungefähr überall ran muss. Kabelbau und Co. Schaltung ist schon ein anderer. Und zwar M-Getriebe, 6-Gang. Weil ich das Auto fallen. Jungs, bitte, bitte, genießt das mal. Genießt den Anblick mal. Wie geil er das gemacht hat. Ne? Das ist Respekt, ehrlich Respekt, wie geil das einfach nur drauf aussieht. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu Michael. Michael, guck dir das so an, Bruder. Das muss bei dir genauso aussehen. Und wenn du das nicht kannst, ruf den Hallenjungen dazu. Ne? Ruf den, ehrlich. Der Typ ist auch nicht weit von dir. Düsseldorf, Köln, ihr seid nebeneinander, Katzensprung. Du kannst ihn quasi schon rufen, er wird dich hören. Kranker Umbau, ehrlich. Umgebaut habe, alles etwas verstärkt, etwas größer, etwas schöner, etwas besser. Ein ABS Mark 20 habe ich ebenfalls eingebaut, da das Auto nachher etwas Leistung bekommen soll. Ja, was habe ich noch gemacht? Sind sehr viele Details. STXTA Gewindefahrwerk, Autec Wizard Felgen, VMAX Bremse 330x28, Stabis von H&R und viele weitere kleine Details. Soweit zu meinem Auto. Respekt! Respekt an allen vier, Respekt an Kevin, Respekt an Philipp, Respekt an Michael, dass du den Mut hast, das zu machen und Respekt an Alex. Bruder, hammergeiler Golf. Wenn er fertig wird, weiß Bescheid, ich will dabei sein. Er soll übrigens 500 PS, 400, zwischen 400 und 500 PS strebt er an, wird er auch locker schaffen. Alles ist verstärkt, er kann sogar viel mehr machen, aber wird höchstwahrscheinlich nur Frontkratzer sein, deswegen wird auch nur bei diesem Rahmen bleiben. Perfekt, mehr würde ich nicht machen. So, das war's. So viel dazu, so viel zu euren Projekten bis jetzt. Es wird natürlich nach der Zeit, werde ich andere Projekte vorstellen, das wird immer wieder kommen, solche Videos, genau damit wir einfach nur gegenseitig helfen. Danke für die vier Leute, die mitgemacht haben. Ich habe keinen Aufruf gemacht, das war jetzt einfach nur spontan, die Leute, die ich jetzt gemacht habe. Aber nächstes Mal werden wir einen Aufruf machen, wenn wir wieder sowas vorhaben. Und wenn nicht, schreibt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt, auch nächstes Mal ein Video über dein Auto machen will oder du hast ein Projekt vor. Und. Schreibt mir einfach bei YouTube. Kommentiert das Ganze. Findet ihr das gut, was wir jetzt hier machen? Findet ihr das vielleicht nicht gut? Oder gebt mir ein paar andere Ideen. Wie könnten wir das besser machen? Ich habe es jetzt so gemacht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann.